Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Zwergen. Ja, wir haben hier noch gut was zu tun. Wir müssen uns noch hier ordentlich durchboxen. Ich habe das jetzt schon so oft versucht und ich schaffe das irgendwie partout nicht, weil immer irgendwie... Einverstanden. Ja, irgendwie ist zumindest immer einer am Sterben. Und nun ja, sollen wir mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinkriegen, ne? Kann ja nicht so schwer sein. Tungel geht erstmal in einer sicheren Ecke. So. Genau, du machst mal ein bisschen Wut. Einfach mal hier voll in die Meute. Sie haut erstmal eine Heilung raus. Kann nämlich nicht schaden. Ein Kandidat fehlt mir aber noch. Wer ist dort? Was denn? Was gibt's? Ach scheiße, die sollte da gar nicht mit rein. Die ist nämlich fast tot. Ah. Naja, müssen wir mal ausprobieren. Ich habe sie aber eigentlich rausgenommen. Ich verstehe nicht, warum die jetzt wieder drin ist. Ach, das ist so Käse, ist das hier? Gerne. Gut. Boah, eklig. Boah, eklig, ja. Das ist wirklich eine ganz, ganz anstrengende Kiste hier. Gut, Andokai. Versuch da mal am besten mit einer Explosion die Leute irgendwo anders hinzubekriegen. Ja, so soll es sein. Tungel ist dort, okay. Ja, bitte? Sie ist auch dort, okay. Was denn? Du bist dort, okay. Hm? Ja, der Kasper da unten rum. Geh erstmal hier hin. Chancenlos. Wohl gekämpft und doch verloren. Jetzt bin ich aber gespannt. Haben wir schon wieder eine Kettenheilung frei? Magie braucht ihre Zeit. Okay, das geht nicht. Versuchen wir nochmal so eine Explosion. Ich sage, wenn ich bereit bin. Okay, funktioniert auch nicht. Jo? Das ist aber ein bisschen die falsche Richtung, wo du hingespuckt hast mit deinem Meuchelmord, du. Gut. Magie braucht ihre Zeit. Ja, ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert. Gut, Tungel erholt sich langsam, sie erholt sich auch langsam. Ich sage, wenn ich bereit bin. Oh Mann, Puppe, du bist nervig, bist du. Das Spiel hat echt teilweise noch viel zu viele Bugs, ne? Wenn man sich das anschaut, die hat ja eigentlich genügend von diesen Dingern. Aber einerseits können wir diese Skills nicht verwenden und die haben auch keinen Cooldown mehr. Ich verstehe es aber nicht. Aber okay. Was für eine Zeitverschwendung. So. Hau du mal auf den da. Mach dich bereit. Ja, du sollst aber auf ihn draufhauen hier. Warum markierst du mit denen hier nicht? Der macht's nicht mehr lang. Nee, wa? Versuchen wir das mal so. War nichts Persönliches. Gut, jetzt hat er ihn rausgeholt. So, ja. Kollegen, ihr geht dann nochmal da oben in die Ecke. Ja. Ihr müsst euch nochmal ein klein wenig regenerieren. Was denn? So, geht da eine Kettenheilung. Ihre Zeit. Ach, Madame, du nervst. Gut. Ich sage, wenn ich bereit bin. Ja. Ein gutes Training. Hier geht auch gar nichts, wie es gehen soll. Aber okay, ist so, wie es ist. So, Tungel kann auch noch mal was raushauen hier. Und zwar... Ja, 25% mehr Schaden. Was gibt's? Ist nicht so verkehrt. Sie lassen wir erstmal so. Kettenheilung geht wieder. Sehr schön. So, und du machst mal hier, ne? Mal den Talisman. So. Und weiter. Gut. Gut, gut, jetzt gut, gut. Bin ich aber gespannt. Ja, das bin ich auch sehr gespannt. So. Ja? Er ist dort. Ja, hier muss man nämlich immer aufpassen, weil wenn sie ihre Explosion macht, fliegen die immer ganz gerne irgendwo hin, wo sie gar nicht hin sollen hier. So. Der ist gestunt, gut. Erledigt. So. Ich hab nicht mal ernst gemacht. Und weiter. Ja, das sagen wir alle. Magie braucht ihre Zeit. Hätte ja klappen können. Was gibt's? Sie ist da. Hm?
Genau, Tungel kann man wieder mit reinmischen. Da viel Schaden bei wenigen Gegnern. Na, wir haben ja eigentlich viele Gegner. Da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt irgendwie hier mal in den Griff kriegen. Dann machen wir mal das hier ruhig. Na, da ist ein dicker Troll. Den Troll, den müssen wir auch irgendwie loswerden hier. Gut, 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 gut. Kettenheilung. So, dann haust du nochmal eine Explosion raus, wenn das geht. Sehr schön. So, dann schauen wir noch mal kurz, wo meine Leute alle sind. Ich habe es mir fast gedacht. Auf den Weg. So, weil ihr solltet schon, wenn möglich, zusammenbleiben. Gerade bei so vielen Viechern hier ist das nicht unbedingt immer so verkehrt. So. Viele Gegner haben wir hier eigentlich auch gar nicht mehr. Das heißt, Tungil, du kommst mal mit. Hau du mal hier auf den dicken Knaben ein. Oh, was war das? Das war jetzt ungünstig. Ja? Einverstanden. Versuch mal da oben wieder hinzulaufen, mein Hübscher. Ja, bitte? So. Ergibt Sinn. Das war, glaube ich, der Troll. Wohl gekämpft und doch verloren. Der hat eine ordentliche Pauke rausgehauen. Sofort. So, machst du nochmal Kettenheilung, bitte. So. Ach, das wäre noch mal mehr hier. Ein gutes Thema. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Ja? Was gibt's? Was denn? Alle noch beisammen hier? Sehr schön. Das läuft. So, das läuft sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass er immer irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung seine Attacke macht. Jetzt bin ich aber gespannt. Genau, kick dir mal weg da. Sehr schön. So. Was gibt's? Ich hab nicht mal ernst gemacht. Also ihre Explosion zumindest ist wirklich am effektivsten. So, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal hier auf den Troll einschlagen. Angriff. Mach dich bereit. So, haut den Troll um, damit er weg ist. Sie kann nochmal eine Heilung raushauen hier. So. Wohl gekämpft und doch verloren. Gut. Wer rennt denn hier weg, bitte? Ja? Was gibt's? Dass sie immer selbstständig irgendwo hinrennen hier, die Knaben. Gerne. Wo sie gar nicht hin sollen. Bin ich aber gespannt. Jo. Weil so verliert man nur. Warum denn nicht? Den Überblick und den Kontakt mit den Leuten, das soll so nicht sein. Gut, haben wir noch irgendwas hier drin oder ist hier alles tot? Da steht noch einer. Für Fracas. Ja, bitte? Räumen wir erstmal hier auf. Hier kommt der Hammer. Ja. Was denn? Ich sage, wenn ich bereit bin. Wo rennen die denn jetzt alle hin? Die rennen jetzt hinter den Knaben daher, ja? Okay, dann rennt erstmal wieder zurück. Lass ihn ruhig abhauen. Jetzt rennt er wieder. Der weiß auch nicht, was er will, ne? So. Gut. Jetzt bin ich aber gespannt. Kettenheilung geht noch nicht. Nee. Ah, jetzt haben wir's. Gut. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Weil das ist etwas, das müssen wir echt langsam angehen hier. Wenn's sein muss. So. Was denn? Vielleicht bringt's was. Einer fehlt mir schon wieder. Achso, der ist da unten, okay. So. Jetzt haben wir hier noch zwei Gegner. Gut, machen wir so. Was für eine Zeitverschwendung. So, wo ist meine Truppe? Die sind alle gut verteilt hier. So. Ein gutes Training.
Ach, schau mal, sie macht sogar eine Autoheilung hier. Abscheuliche Kreatur! Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Vielleicht bringt's was. So. Auf den Weg. Sofort. So, genau. Fokussiert euch erstmal immer auf einen Gegner, meine Hübschen. So, haut mal auf den Bogenschützen ein hier. So, der liegt im Dreck. Dann haben wir hier hinten, glaube ich, noch irgendwo welche. Gut, da machen wir das mal wie folgt. Und zwar... So. An den Kollegen kommen wir gerade nicht dran. Das wird jetzt wehtun. Ja, dann hau doch mal. Vielleicht bringt's was. Okay, aber irgendwo ist hier unten noch einer. Da ist noch einer. Dann hau mal den da weg. Und ich hab nicht mal gut, der ist weg. Gut. Eins weiß ich auf jeden Fall bei ihrer Attacke, wenn sie ihre Explosion macht, sollte die restliche Truppe am besten nicht in ihrer Reichweite sein. Einfach aus dem Grunde, weil sie da, die fliegen da alle mit rein. Und mir ist das nämlich schon ganz, ganz oft passiert, dass dann meine Jungs irgendwo runterplumpsen. Ja, so. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir am besten längs gehen. Wir können ja dort geradeaus auf jeden Fall nicht. Wir müssen ja dann wahrscheinlich hier links lang, weil wir müssen da hinten nämlich durch das Tor, wo die andere Meute nämlich steht. Problem ist echt hier, die Leute, die fallen ganz gerne mal immer irgendwo irgendwie runter. Und leider geht hier dieses Speicher nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht bringt's was. Deswegen, ich schicke die vorsichtshalber nämlich jetzt erstmal alle einzeln da hoch. Weil ich habe das nämlich auch schon gehabt, wenn wir sie in der Gruppe da hochschicken, dann backen die so ein bisschen, weil die sich hier gegenseitig blockieren und dann fallen sie mir da unten runter. Ja, es ist mir schon, bin ich aber gespannt. Weiß ich nicht, wie oft passiert und das ist dann irgendwann echt also deprimierend. Los. Vor allem gerade, wenn du nicht in der Lage bist, hier irgendwie den Rotz zu speichern, ja? Ja, bitte? Ja? Weil man möchte ja auch mal irgendwann hier drinnen fertig werden. Sofort. Ah, das war sehr knapp, okay. So. Ja, dann geht mal alle hoch hier. So, Andokai, du kannst ruhig nochmal eine Heilung rausknacken. So. Gut. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Kommen wir dort irgendwie lang? Die Kameraführung also hier ist aber auch ein bisschen für den Hintern. Okay, da kommen wir scheinbar gar nicht lang, oder? Da oben warten die doch alle. Wir müssen doch eigentlich da irgendwie lang kommen. Warte mal. So, Andokai. Vielleicht bringt's was. Ach komm, Kinders. Was? Jetzt backt die da. Einverstanden. Mach mal Platz da. Das ist ein bisschen nervig hier bei dem Spiel. Dass die sich hier immer... Die blockieren sich hier viel zu oft. Da kannst du gar nicht so gut strategisch irgendwie versuchen vorzugehen. Weil die sich halt kontinuierlich irgendwie blockieren. So. Gut, ich muss mal kurz gucken, sind meine Leute noch alle beisammen hier? Ja, gut, die sind noch alle da. Dann haut mal hier auf den Knilch ein. Mach mal eine Heilung. So. Oh, jetzt rennen die wieder ganz woanders hin hier. Ich hasse das. Die haben dann immer so eine Akku und rennen immer irgendwie zu den Ads irgendwo hin. So. Warum, wo bist du denn? Warum denn nicht?
Dann geh mal kurz stiften hier. So, Andokai. Logisch. Nein, nicht du. Andokai soll herkommen. Vielleicht bringt's was. Also gut. Ja? Der Kollege ist ja stark da, wa? Der sollte jetzt aber... Gut, der ist hinüber. Dann ziehen wir uns erstmal kurz schnell zurück. So, der ist gerade gestunt. Genau, komm du auch mal her. Auf den Weg. So. Mal kurz hier sammeln, damit wir mal wieder ein bisschen zur Kraft kommen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwie haben wir da jetzt ein paar Kollegen aggro. Das sind diese blöden Bogenschützen da hinten. Da kann sich da mal die Andokai drum kümmern. Vielleicht bringt's was. Die macht das ja so gern mit ihren explosiven Blitz hier. So. Was für eine Zeitverschwendung. Ich glaube, dann haben wir die auch alle, sind wir sie losgeworden, ne? Sind sie überall irgendwo runtergeflogen? Sehr schön. Dann schauen wir mal kurz hier rum. Gut, wir haben jetzt noch da hinten diese Meute. Da müssen wir aufpassen, haben wir diesen Troll. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich mich am besten sicher hinstelle, damit ich nicht irgendwie immer runterfliege. Und da ist ja auch noch so ein Type. Den machen wir mal kurz weg hier. Ich hab nicht mal ernst gemacht. Wo kommt denn der jetzt hergekrabbelt? Ja, okay. Andokai, zieh dich mal eben zurück. Also los. Da bist du platt, wa? So, der ist auch weg. Warum denn nicht? Gut, erholt euch mal eben kurz. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, aber mit Andokai irgendwie. Ah, jetzt blockiert er den Weg hier. Also los. Machen wir Platz für Andokai, genau. So, aber wir wollen nämlich jetzt mal kurz gucken, ob wir da unten irgendwo eine Explosion machen können, damit wir die Meute ein bisschen verteilen können da unten. Das hat schon mal sehr gut gefruchtet, glaube ich. Ich sage, wenn ich bereit bin. Okay. Chancenlos. So, Andokai, schnell zurückziehen. Den Rest machen meine Jungs hier unten. So. Wenn's sein muss. Okay, das Problem ist jetzt wieder. Vielleicht bringt's was. Die Leute blocken sich gerade hier. So. Das ist ey, wo wollt ihr denn jetzt schon wieder alle hinstürmen? Bleibt doch mal einfach hier unten beisammen und rennt hier nicht wie die wilden Kanickel durch die Gegend. Mit Vergnügen. Wenn's sein muss. So. Wir wollen das hier in aller Ruhe machen, ganz geschillt, ohne Stress und so. Abscheuliche Kreatur. Weil wenn ich eins gelernt habe, ist es hier mit der Ruhe angehen wesentlich effektiver, als wenn wir hier wie die wilden Hühner rumrennen. Die Erfahrung habe ich nämlich hier schon ein paar Mal gesammelt. Auf den Weg. So, machen wir mal kurz Platz für Andokai, damit sie da durch kann. Sehr schön. Und dann gucken wir uns da oben nochmal kurz um, was wir da jetzt noch stehen haben. Wir haben jetzt noch den Troll und dann noch ein paar andere Knaben. Vielleicht bringt's was. Gut, versuchen wir die auch nochmal mit der Explosion irgendwo da rein zu lotsen in das Loch. Chancenlos. Gut, ich ziehe mich da mal eben wieder zurück. Wir haben sie gepult. Wenn's sein muss. Also gut. Und weiter. Was denn? Wenn's sein muss. So. Sehr schön. Dann können wir die nämlich erstmal in Ruhe hier bearbeiten. So, der ist im Dreck. Andokai, du machst nochmal ein Heal, bitte. So. Ja, bitte? Ja, du kannst ruhig da bleiben. Hm? Tungil, du machst mir hier mal einen ordentlichen Damage-Schlag auf den da. Für Brakas. Chancenlos. Aber seid bitte vorsichtig, weil ihr fallt sonst immer irgendwo runter. Das will ich hier nicht. Logisch. Ich habe keinen Bock, hier wieder von vorne anfangen zu müssen, nur weil jemand da und irgendwo runterfällt. Sofort. So, Andokai ist hier. Gut. Vielleicht bringt's was. Dann geh noch mal kurz zu der Gruppe. Hau noch mal kurz eine Heilung raus. Sehr schön. Und dann wollen wir noch mal kurz gucken, was wir jetzt da oben noch konkret haben. So, viel dürfte da eigentlich gar nicht mehr sein. Ah, da ist der dicke Troll noch. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Wo ist der jetzt hergekommen? Vielleicht bringt's was. Was gibt's? Ja? Ist auch mal lustig hier mit den Knaben. Die kommen auch irgendwie aus jeder Ecke hier.
Sollte Andokai aber alleine hinkriegen, oder? Was denn? Was für eine Zeitverschwendung. Na, sehr schön. Hast du gut gemacht. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Wir könnten aber auch, oder? Ah, diese Kameraführung hier, die ist echt strange. Also gut. So, warte mal. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da irgendwie... Oh, jetzt habe ich den Troll gepult, oder? Also gut. Ne, der Troll, da bleibt er stehen. Gut. Okay. Vielleicht bringt's was. An die Kollegen da hinten komme ich leider noch nicht dran, an die Fancamper. Also mal trotzdem mal irgendwie die zu erreichen da hinten. Ich hab nicht mal ernst gemacht. So, da haben wir schon mal sehr, sehr viele runtergekickt. Das hat sehr gut geklappt. So, die sind auch alle weg. Oder so halbwegs. Dann brauchen wir kurz eine Heilung. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Gut. Da hinten ist einer. Und da haben wir noch welche. Gut. Vielleicht bringt's was. Was für eine Zeitverschwendung. Gut, wieder ein paar weniger. So. Gut, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück, weil wir, glaube ich, jetzt gerade den Troll an der Backe haben. Wenn sein muss, vielleicht bringt's was. Den werden wir am besten wohl bearbeiten, wenn wir ganz mit der Truppe hier wenn unten. Sein muss. Ist, glaube ich, sinnvoller. So. Ja, das ist genau der Schlag, der mir nicht gefällt. Mhm. Wo ist Andokai jetzt hingeplumpst? Ja, dann müssen wir mal aufpassen jetzt hier. Bin ich aber gespannt. Ja, da kickt mir die ganzen Leute hier nämlich immer ganz gerne irgendwo hin. So, sehr schön. Der Troll ist hinüber. Dann kümmern wir uns um den Typen. Und dann haben wir das ja auch gleich geschafft. Los, komm, hau drauf da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ne? So, dann sammelt euch mal. Haut dann mal den Kollegen da über den Haufen. So, Andokai, warum kommst du nicht mit hier? So, haben wir eine Heilung raus. Vielleicht bringt's was. So, kickt nochmal die Leute irgendwo hin. Sehr schön. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Vielleicht bringt's was. Führer, meine Macht. Abscheuliche Kreatur. Ich sage, wenn ich bereit bin. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. So. Und weiter. Wir kommen dem Ziel auf jeden Fall langsam endlich mal näher, ey. Gott sei Dank. So. Haha, den haben wir da direkt schon reingezogen. So, jetzt haben wir nur noch den da, glaube ich. Okay, hier sind noch ein paar mehr, sehe ich, ja. So. Ah, hier musst du echt aufpassen, denn die laufen hier rum wie die wilden Hühner. Und dann stürzen die mal irgendwo in irgendwelche Löcher. Das ist so ätzend hier. Los, komm jetzt, haut ihn doch um da. Den Burschen. Haut ihn doch mal weg da. Abscheuliche Kreatur. Zieht euch jetzt erstmal zurück. So, wir müssen uns erstmal irgendwo... Obwohl das ja eigentlich egal ist. Wir können dann jetzt eigentlich auch direkt durchs Tor gehen.
Dann haben wir die Grütze hier nämlich geschafft. Wir brauchen ja nicht alles tothauen. Wir sollen ja einfach nur entkommen. Sehr schön. Sehr schön. Es lässt sich nicht öffnen. Ich halte ihn auf, solange ich kann. Zurück, ihr Maden! Sie gehören mir! Das ist nicht Nord-On. Das ist... Rodario. Es spielt keine Rolle. Das Tor ist verriegelt. In die Schmiede! Schnell! Du erkennst den Zwerg, der in schimmernder Rüstung vor dir steht. Denn auf dem Weg durch das Reich der Fünften hast du mehr als einmal seine in Gold und Frakasium getriebenen Züge an den Wänden prangen sehen. Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften. Ich grüße euch, wer immer ihr auch seid. Ich hoffe, euer Auftauchen bedeutet Gutes. Du blickst auf die 10 Zwerge mit ihren bleichen Gesichtern, deren Augen leicht abwesend wirken, als befänden sie sich in Trance. Sie tragen herrlich gearbeitete Rüstungen und die Entschlossenheit, die Vrakas seinem Volk mitgegeben hat, ist von jedem Antlitz abzulesen. Gut. Aber ich sehe auch gerade, wir haben jetzt auch schon wieder gleich gut 30 Minuten hier voll. Ja, somit neigt sich dann dieser Part erstmal hier dem Ende entgegen. Und dann geht es dann hier an dieser Stelle beim nächsten Mal entsprechend weiter. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Tali.